Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Schon hier auf der Galaxiekarte, bevor ich wieder mal hier irgendeinen Anruf von Hackett oder so verpasse, mache ich das lieber so. Man weiß ja nie. Ist mir schon einmal passiert, dass ich da leider einen Anruf von Admiral Hackett verpasst habe. Ach, hier. Ein metallischer Asteroid. Okay, Palladium. Was haben wir hier? Partiton. Ein Helium-Gigant. Asari-Schriftstücke. Alkohol ist auch keine Lösung. Klomatru. Irgendwie was, was man scannen kann. No, da we've got an active distress beacon on the planet below, Commander. No message, just a locator signal. Jawohl, auf Nodacrux können wir auf jeden Fall landen. Dann nehmen wir mal Tali und Liara mit. Oh, doch. Ja, ich habe offscreen mal wieder das Inventar ein bisschen geleert, Waffen verteilt, Upgrades verteilt, so gedöns halt. Oh, ich sehe schon Gegner. Das ist ja interessant. Einfach mal wieder großartig. ja, bevor ich mich da. Huch, was ist denn. Hilfe! Okay. Aber da vorne sind wieder. Thawing Creeper, diesmal war es richtig. Ach komm. Shepard! Ich habe jetzt dreimal auf die Leertaste gedrückt, damit einmal was passiert. Perimeter clear. Und schon wieder Inventarzumüllung. Dabei dachte ich, wir gehen erstmal nur ein paar Rohstoffe ernten. Und nicht, dass wir gleich in Feuergefechten landen. Naja. Auch schön, wenn man da mit Mako halt wirklich dann an irgendwelchen Berghängen klebt.
Und es halt einfach nur toll ist. Ach, da unten das. Gold. Gold. Jolt, falls es jemand kennt. Ja, natürlich ist meine Karte wieder weg, aber ja, hier. Ja. Wie kommen wir hier jetzt wieder raus? Ah, boah, die Kamera müsste jetzt auch nicht unbedingt unter Mako hängen. Ich hoffe auch, dass wir, wir nähern uns ja dem Ende. Ich denke, das sollte jedem doch recht offensichtlich sein. Hier unten drin fest, kann ich angehen. Hier rüber fahre, kommt Joker gleich und sagt, mimimi. Was habt ihr? Das war das ja. Auf jeden Fall habe ich für Mass Effect 2 jetzt schon mal die ganzen DLCs mir wieder runtergeladen. Das soweit alles vorbereitet. Ich hoffe, dass es auch mit Dextry richtig funktioniert. Sonst muss ich mir ein anderes Aufnahmeprogramm suchen. Ist auch kein Beinbruch, aber ich habe mich mit Dextry sehr angefreundet und würde es als schade empfinden, wenn ich mir jetzt doch ein anderes nehmen müsste. Weil never change a running system und aktuell läuft das mit Dextry ja doch sehr zu meiner Zufriedenheit. Weshalb ich das gerne auch weiterhin so beibehalten würde. Hier kann man doch mal ein Bild machen. Oder hier? Der Mako, die alte Bergziege. Rückwärts, meine Güte. Daran soll es jetzt auch nicht scheitern. Schöner Planet, nur sehr, sehr bergig. Müsste man ein bisschen terraformen, wenn man da was draus machen will. Yay, bin wieder abgestürzt. Ja, ich red gerade sehr wenig. Muss mal gerade nochmal gucken, aber die Uhrzeit müsste so stimmen. Notfalls sind es halt beim letzten Mal waren es halt 5 Minuten.
unter einer Stunde. Notfalls sind es jetzt halt mal ein bisschen mehr. Das sollte ja kein Problem sein. Problem ist hier echt nur ein bisschen die Kamera. Diese extrem am und im Mako klebt. Ich weiß aber gerade auch nicht, was ich jetzt unbedingt sagen soll. Jetzt zur Gamescom auf jeden Fall so ein kleines Highlight war für mich, das wird den einen oder anderen vielleicht überraschen, war Bernd das Brot und Die Unmöglichen, ein Point-and-Click-Adventure von halt den Machern von Bernd das Brot und in Zusammenarbeit mit Deep Silver. Da haben sich Tommy Krabbeis und der andere, weiß ich gerade gar nicht, wie der heißt, haben sich ein paar Entwickler geschnappt, haben ein kleines Budget bekommen und haben sich halt entschieden, okay, wir machen ein Spiel. Leck mich doch. Kann doch nicht so schwer sein, ich war fast schon drüber. Und unser guter Chris hat offenbar schon, ja, hier ist irgendein Käse von Steam mal wieder, was kein Mensch interessiert. Ich hab Freunde, buhu. Schönen Gruß an den lieben McFly. Jemand zu Hause? Oh, meine Fresse, ey. Mako stellt sich aber auch mal wieder hier dran. Das ist unfasslich. Ja, also auf jeden Fall Bernd das Brot und Die Unmöglichen. Ein kleines, sympathisches Point-and-Click-Adventure mit sehr viel Humor, der ständig die vierte Wand durchbricht. Und der liebe Chris hat das Testmuster schon bei sich zu Hause liegen und wird mir das dann hoffentlich in den nächsten Tagen zukommen lassen. Dann werde ich das testen. Vielleicht springt sogar ein Let's Play dabei heraus. Allerdings würde ich zuerst mal gerne das Projekt hier abschließen. Das wäre mir doch relativ wichtig. Ja, das war auch auf jeden Fall der lustigste Termin auf der Gamescom, weil Tommy Krabbeis, der war ja früher beispielsweise auch bei RTL Samstagnacht. Und der hat da quasi eine Comedy-Nummer draus gemacht. Der hat das zum regelrechten Stand-up dann gemacht und hat sich über sich selbst lustig gemacht, über die Entwickler, über die anderen Leute, über uns. Es war sehr unterhaltsam. Dota 2. Naja, viel Spaß. Ich hab nichts am MOBAs. Es hat sich überhaupt nicht gelohnt für das bisschen Kobalt. Den Stress auf uns zu nehmen, den das jetzt verursacht hat. Das war es nicht im geringsten wert. Was waren noch andere Highlights? Ja, auf jeden Fall Theatrhythm Curtain Call, da steht es noch ein bisschen in der Luft, ob wir da ein Testmuster bekommen. Obwohl ich da ja eigentlich immer dafür geschwärmt habe, aber ja gut.
Testmuster, Pressetermine teilweise bekommen, Seiten, die kleiner und unwichtiger sind als Games Generation, muss ich jetzt einfach mal so arrogant sagen, bekommen irgendwie Termine und Testmuster und uns vertröstet man. Mir ist klar, dass Games Generation jetzt nicht die größte Seite ist, aber wir machen jetzt halt inzwischen schon seit ja, 4 Jahren regelmäßige Berichterstattung, machen unsere ganzen Termine, haben auf der Gamescom halt wirklich, müssen da inzwischen mit 5 Leuten unterwegs sein, um die ganzen Publisher und Entwickler und alles einigermaßen unter den Hut zu bekommen. Müssen auch gucken, wie wir die ganzen Testmuster, da flattern jede Woche so viele rein, unter den Hut bekommen, schreiben News, alleine diese Woche, die ist noch nicht mal ganz zu Ende, waren es jetzt schon 39, und dann bekommen kleine Seiten, die alle 2 Monate sich mal irgendwas aus dem Arsch ziehen, bekommen halt Testmuster oder Termine, wo man dann halt sich wirklich fragt, ja, liebe Publisher, geht ihr wirklich nach Relevanz oder würfelt ihr das aus? Ist das ein Zufallsgenerator? Weil ich meine, das ist ja dann schon ein bisschen lächerlich. Wir sind mit Sicherheit nicht so wichtig wie Game One oder wie eine GameStar oder keine Ahnung, aber wir sind mit Sicherheit jetzt auch nicht so irrelevant, dass man uns jetzt einfach übergehen könnte, während man halt gleichzeitig, wie gesagt, dann irgendwelche wirklich kleinen Popelseiten mit 50 Facebook-Likes oder so dann halt bemustert. Das ist schon ein bisschen lächerlich. Da sollte man dann halt doch irgendwie mal überlegen, wo seine Prioritäten halt sind. Da musste ich jetzt gerade halt wirklich mal ein bisschen ranten, weil das geht mir halt manchmal schon gegen den Strich. Dass das so ausgewürfelt, so zufällig ist, also auch mit Terminen auf der Gamescom, wie gesagt. Ich möchte da jetzt gar keinen Namen nennen. Aber manchmal denkt man schon, fühlt man sich ja halt doch ein bisschen... Ah, oh, leck mich. Ja, super. Manchmal fühlt man sich doch ein klein wenig, veräpfelt. Und versucht sich das Ganze zusammen zu reimen. Allerdings ist kein Reimschema da, deshalb funktioniert es nicht. Rescuers? Oh, thank God. See? I told you somebody would come to investigate that signal. My name is Dr. Ross, Chief Exogeny Researcher at this facility. We've been trapped in this room for days. We're almost out of food and water. You got here just in time. I need to know what's going on. Why is this place crawling with Thorian creepers? How do you know about the Thorian? I know what Exogeny was up to. I saw what they let the Thorian do to those colonists. So I destroyed it. Our secret's out then. No point in my lying. You already know the worst. The creepers here were created using altered samples from the specimens on Pharos. We discovered a way to turn them into docile, obedient servants. Everything was going fine until a few days ago. Then all the creepers suddenly went berserk. Only a handful of us made it back into the safety of this room. Why didn't you send a clear message asking for help? All we had was that signal from the emergency beacon. This is a closed communications base. Exogeny was worried about someone on the project selling secrets to a rival firm or reporting our work to the authorities. We have no direct communication with the outside, only the emergency beacon. It sends a general distress signal to the Exogeny site on Pharos. They're supposed to send a team to respond inside of 24 hours, but it sounds like they had problems of their own. Any chance some of the other people at the base might still be alive? I doubt it. Too many creepers out there. They never stood a chance. We're the only ones left. Any idea why they turned on you? Maybe there was still some kind of link between the creepers and the Thorian back on Pharos. The Thorian was unlike any other life form we've ever studied. I can't explain how, but
Maybe, when it died, it somehow set off the creepers here. I've heard all I need to. Look, I know what we did here was wrong. I'll admit that. But it's over now. There's no sense reporting this to the authorities, right? You were in charge of this project. The safety of the staff was your responsibility. They trusted you, and you betrayed that trust. Be reasonable. I didn't mean for this to happen. Besides, how does it help anyone if I end up in jail? Normally, ExoGeni would have my back, but it sounds like they're going to have their hands full cleaning up the mess on Pharos. But I've got money. A nice little emergency fund I set up. It's yours if you let us go. The victims here deserve justice. I have to take you in. That's not going to happen. Open fire. Open fire! Ich mache mir überhaupt gar nicht erst die Finger schmutzig. Wozu habe ich denn die Leute dabei? Exogenic second-rate mercs proved no match for a trained Alliance Marine. With the last of the science crew dead, there's no reason to linger here. Ja, außer looten und leveln. Denn wir hatten ja offensichtlich ein Level-Up. Tactical Armor Throw. Ich glaube, ich möchte den Wurf skillen. Ja, Barriere. Electronics. Dann gehen wir halt meinetwegen auch noch auf die Electronics. Kann ja auch nichts schaden. Dumping. Okay, das scheint alles gewesen zu sein. Ja, natürlich lassen wir uns jetzt hier nicht bestechen. Ich hätte gerne mit den Leuten verhandelt, aber wenn die außer Schmiergeld nichts zu bieten haben, da ist meine Shepherd. Da ist meine Shepherd halt knallhart, die lässt sich nicht bestechen. Und ja, dann tat es mir jetzt leid. Ich hätte den Konflikt gerne friedlich gelöst, aber die ließen mir ja keine Wahl. Insofern, ja, Selbstverteidigung. Ich kann ja eigentlich auch... Nee, Quatsch, wir waren ja noch gar nicht fertig. Wir waren ja gar noch nicht fertig. Noch gar nicht. Ja, was noch so ein Highlight war, wie gesagt, Theatrhythm. Das war allerdings klar, weil ich das erste geliebt habe. Da gibt es jetzt eine Demo. Die Demo setzt sich aus ganzen zwei Songs zusammen. Großartig. Hatte ich innerhalb von 5 Minuten durchgespielt. Naja, sagen wir 10. Sagen wir, jeder Song geht 5 Minuten. Knapp 10 Minuten, jeweils beide direkt auf dem SS-Rang, was ich ein bisschen lustig finde, aber es ist quasi über A ist der S-Rang, dann kommt SS und dann kommt dreifach S. Ja, Huch, wir sind schon wieder Space-Kür. Hier. Ja, Grey Goo war auch hier auf jeden Fall auch sehr interessant. Das ist ein Echtzeitstrategiespiel. Was war denn noch? Evolve hat mir, hatte ich angespielt. Das hat mir relativ gut gefallen, obwohl ich ja, klar, Mass Effect ist irgendwo auch ein Shooter, aber First-Person-Shooter, sagen wir, teambasierte Shooter spiele ich halt normalerweise gar nicht. Wenn, spiele ich halt eher sowas wie Half-Life, Bioshock,
Story-Shooter quasi. Aber Evolve fand ich sehr witzig, also gerade weil die Figurendesigns, diese Monster-Designs sind ziemlich cool, dass man sich da mit Jetpacks irgendwie im Level rumschwingt. Das Ganze ist halt sehr dynamisch, sehr ja auch vertikal, also dass man halt auch Höhen eben, das ist sowas, also auch in Titanfall, dass das Shooter jetzt auch so ein bisschen vertikal werden. Sonst waren die immer sehr horizontal, sehr flach quasi. Und dadurch, also auch in dem, auch in Bioshock Infinite war das so ein bisschen, irgendwie erkennbar, dass das so eine Entwicklung ist in den letzten Jahren Shooter. Was ich eigentlich recht angenehm empfinde, weil, wie gesagt, Shooter sonst immer nur auf einer Ebene ablaufen. Wenn man dann jetzt noch eine dritte Dimension, also auch die Höhendimension halt dazu bekommt. Obwohl es natürlich jetzt immer in einem dreidimensionalen Raum stattfindet, aber das effektiv immer nur Staffage war. Wirklich genutzt hat es kaum ein Spiel. Dann war vielleicht mal oben war noch ein Gegner, man musste kurz hochschießen, ja, aber von der ganzen Bewegung her war man halt immer nur auf einer Ebene. Die Trakia-Kolonie, ja, das ist nett. Was sagt denn meine Karte? Meine Karte behauptet, wir wären hier durch. Das ist sehr nett. Dann können wir nämlich können wir ja eigentlich gleich weiter. Dann können wir noch hier nach Prinz Caspian. MSV Konokopia. Almacrux. Antida. Carthen Outpost. Klotanka. Iridium. Fanuri. Das ist auch interessant. Ja, die Welt hatte mal eine Sauerstoffatmosphäre, aber es ist ein kataklysmisches Ereignis passiert. Dann nehmen wir jetzt mal Rex und Garrus mit. Squad. Oh, Garrus. Ja, dann gehen wir hier drauf und dann gehen wir hier mal auf die Sniper. Rex, gehen wir auf den Wurf. Können die Waffen am besten gleich ziehen, da passiert eh direkt was. Ja, Husks.
Ich hatte eigentlich wieder mit Creepern gerechnet, aber ja, kommt ja effektiv aufs Gleiche raus, ob es jetzt Techno-Zombies sind oder ob es Pflanzen-Zombies sind. Zombies. Ist ja praktisch, kommt ja halt wirklich echt auf das Gleiche raus. Ja, Shepard. Ja. Glaube ich auch. Aber erstmal hier ist nichts versteckt. Wow. Das sind nochmal so Stellen, an denen Entwickler immer was verstecken. Ja. Keine Überraschung hier schon wieder die Drachenzähne. Combat Optics ist auch sowas, was ich nicht nutze. Combat hört sich auch hört sich ein bisschen versaut an. So, am besten speichern wir mal, falls es da jetzt einen Timer geben sollte. According to the log files, the ship was out near the Perseus Vale. Looks like they found some kind of alien artifact. They brought it on board, and then... This doesn't make any sense. They plotted a course straight into the Perseus Vale, like they wanted the Geth to find them. What else did the log say? The entries don't make a lot of sense after that. It's like the captain's mind was falling apart. Doesn't say anything about how the ship got back into human territory. The Geth turned... According to the... They brought it on board. That artifact must have done something to them. The entries don't make a lot of sense. The Geth turned them into husks and left the ship where someone would find it. Trying to show us what happens to organics dumb enough to enter the Vale. Ja, sie waren indoktriniert, so viel ist klar. Ich denke, das dürfte offensichtlich sein. Ja, jetzt müssen wir hier wieder rausfinden. Ja, wirklich viel Zeug gab es ja jetzt auch nicht. Bin ich richtig? Ja. Ist ja manchmal doch schon ein bisschen unübersichtlich. Journal. Okay. Ihr seht's. Dann würde ich sagen... Speichern wir hier mal richtig. Und hier ist sonst nichts mehr in Sentry Omega.
Javor. Ich weiß nicht, ob die Planeten hier noch was hergeben. Aber der Vollständigkeit halber möchte ich die mir dann doch noch anschauen. Bevor wir dann auf Vermeier landen. Ich habe sonst immer Garrus dabei. Aber ich glaube, ich nehme Liara mit. Commander, I'm reading a signal. Must be our Solarian infiltration team. Check out those defense towers. Drop the Mako. We'll go in hot and take them out. I'll get you in underneath their radar, Commander. You've got a clean drop, Commander. Stay out of range and continue evasive maneuvers until I bring those AA towers down. I know the drill. Meet you at the camp once those towers are offline. Joke around. Ja, wieso wir dazu jetzt da draußen stehen mussten. Naja. Ja, hier sind diese komischen Krabben, die finde ich relativ witzig. Ich versuche immer zu vermeiden, sie zu überfahren, aber teilweise rennen die einem halt wirklich dann noch direkt vor den Mako. Wenn man hier drüber fährt, ist man übrigens tot. Ist fies, weil es gar nicht unbedingt so danach aussieht, aber da ist anscheinend direkt, geht es so tief runter, dass man direkt abnippelt. Ja, ihr seht, hier ist auf jeden Fall sehr viel Geth-Aktivität. Raus da. Bevor die mir den schon Mako kaputt schießen, das müsste nicht unbedingt sein. Quicksave failed, okay. Das ist nämlich gar nicht mal verkehrt, weil hier ist man relativ schnell dagegen gefahren. Ich weiß zwar nicht, wieso Shepard auf die Entfernung mit einer Schrotflinte so zielsicher ist, aber es soll mir auch egal sein. Okay, davon haben wir schon das erste Torhaus. Ich habe keine Barriere mehr, aber das ist
das ist im Grunde genommen auch egal, wenn Shepard sich nicht jetzt hier unbedingt ja, durchlöchert ihr die Wand. Decryption Skill to low, ja. Das ist hier auf Wehrmeier aber wirklich, wirklich nicht so relevant. Was ich hier interessant finde, ist auf jeden Fall, wie das hier in die Mauern reingebaut ist. Lebt da eine noch, den ich da runtergeworfen habe? Robustes Kerlchen. Okay, da vorne ist was Großes. Oh, 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 oh. Ah. Gar nicht, dass man Lift auf die Dinge anwenden kann. Vielleicht war es nur reiner Zufall. Auch im Bereich des Möglichen. Auf jeden Fall hier zum zweiten Torhaus. Hier ist noch die DAA. Gun. Die mit AA schießt. Scheißt. Lifeless Planet. Soll ja ganz nett sein. Hm.
Commander. On approach to the Salarian base now. Out. Ready to go, Shepard. Decryption skill too low. Ja, dann würde ich sagen, belassen wir es jetzt erstmal hierbei, sonst, weil da kommen gleich noch einige Dialoge und es wird alles noch sehr spannend, also wirklich sehr spannend. Ich hoffe auch, dass alles klappt und ja, dann würde ich euch jetzt erstmal entlassen. Ja, bis zum nächsten Mal.